Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Kolosseum. Ich weiß zufälligerweise, was ich machen muss. Ah, Nilk, ich bin Slam, du weißt doch Slam, der Freund von Grant. Ich habe gerade herausgefunden, dass die Gangster von hier aus Krypto-Pokémon nach Pyritus schmuggeln. Dann bin ich hierher gekommen und dann, naja. Aber dafür habe ich den Wachen, dass du hier abnehmen können. Hier, nimm es ruhig. Ich glaube, das ist hier in Okusta eine ziemlich wichtige Seite. Ja. Die Air-Disk. Kann ich jetzt verwenden. Nach rechts, ja. Gibt Sinn. Sieht ein bisschen langweilig aus, um ehrlich zu sein. Ja, jetzt muss ich rein, natürlich. Oh. Achtung, wir gehen auf Sendung. Okay. Von rechts im Profil. So sieht Madame Venus am besten aus. Test, Test. Mikrofon, Makrofon, Magneton. Test, Test. So. Hey, ihr beiden, ihr stört. Wir wollen gleich auf Sendung gehen, aber wer seid ihr überhaupt? Moment, dieses Gesicht kenne ich doch. Du bist doch der Kerl auf der schwarzen Liste aus der Zentrale. Wieso bist du hier reingekommen? Wie bist du hier reingekommen? Spaldorot die Antwort. Ich werde dich jetzt einfach besiegen. Und dann kassiere ich eine riesige Prämie von Yakira. Krass. Oh Mann. Ohne zu speeden, ohne A zu drücken. So ist das sehr gut. So. Oh. Alles zum Thema Overlevel, da hätte sich das schon geklärt. Das dauert halt echt lange, wenn man nicht speedet. Okay. Da will ich wohl nochmal Psychstrafgeflow machen. Das kommt aus unserem Lied, diese Stelle gerade. Aus irgendeinem klassischen. Aber ich kann es nicht einordnen. Diese Stelle. Rasierblatt und Strahl auf Bandit. Okay, jetzt habe ich einmal die Musik durchgemacht. Sie wird 100% ein Krypto-Pokémon haben. Rein von der Logik her hat sie nicht Entei, sondern ein anderes. War nett. Ist schon mal besiegt. Mein Tax 34, das ist auf jeden Fall passend. Ja, gut. Ja. Perfekt. Ich kann gleich. Oh, Eniko besiegt sich schon selbst, okay. Musuikun, okay, das ist jetzt nicht so schön.
Diesmal fange ich es. Nicht. Ah. Siana ist ja schon besiegt. Ich nehme erstmal das andere Pokémon raus, damit ich dann eine Ruhe suche und fange. Matax ist jetzt tot, okay. Dann nutze ich mein Noctuas. Oh, könnte ich das jetzt nicht hier Entkryptung? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so heißt. Fliegen. Kryptoschlag. Hoffentlich reicht es. Ach, leider nicht. Und Noctur ist tot, ja. Der Kryptoschlag ist schon gefährlich. Das war wieder mein Handy. Hariyama müsste gut sein, um das fangen zu können. Also ich mache auf jeden Fall Rasierblatt und... Ich mache mal Riechsalz. Ich hoffe mal, dass es nicht... Es wär schon bitter. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Oh Mann. Es war ein Fehler. Es war ein Fehler. Nein, es war kein Fehler. Also doch, weil es sich jetzt bestimmt mit Kryptoschlag selbst besiegt, aber. Wenn es jetzt drin bleibt. Überball. Bringt B drücken was, B? Ja, es bringt was. Es ist offiziell. B drücken bringt was. Perfekt. Gut, dass wir das nicht live gesendet haben. Ich finde es sehr schlecht. Oh nein, Venus ist besiegt. Hilfe, nichts wie weg. Oh nein, die Schande. Besiegt ich von einem jüngeren Idee. Na warte, diese Niederlage werde ich dir irgendwann garantiert heimzahlen. Und die Kultakte. Ja, lesen wir. Abschlussbericht. Zum Phänomen der Kryptoerlösung haben wir einige interessante Beobachtungen machen können. Es gibt verschiedene Methoden zur Kryptoerlösung von Krypto-Pokémon, deren Erfolge vom ursprünglichen Charakter des Pokémon abhängt. Jedenfalls haben wir entdeckt, dass diese Pokémon sich im Laufe des Prozesses an ihre ursprünglichen Fähigkeiten und ihr ehemaliges Wesen erinnern. Ferner steckt der Level der Pokémon, wenn sie sich zum Zeitpunkt der endgültigen Kryptoerlösung genug E-Punkte gesammelt haben. Eine geschickte Anwendung dieser Kenntnis scheint zur Schaffung noch stärkerer Krypto-Pokémon nutzbar zu sein. TM45, okay, okay, okay. Da ist noch ein Item. Dreimal Sonderbonbon. Nicht schlecht. Und nix. Okay. Ja. Pokémon. Oh, sie sind alle geheilt, oder? Weiter geht's. Ist bestimmt irgendein Knopf. Oder sie flieht. So. Da gehe ich natürlich hier lang. Ich musste sowieso so lang. Oh Mann, das ist nicht. Oh Mann. Ach, das sind ja noch mehr Spione. Hier kommt der nicht vorbei. Das kann lange dauern.
Und noch eine Krypto. Mann. Mach ich's halt so. Na, ah, es sieht nichts ab. Paralyse ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Body Slam. Sieh schon. Ich hoffe, das geht so weiter, dass die so gute Pokémon, wollte ich natürlich sagen, einsetzt. Oh, jetzt zieht es auf einmal mehr ab. Okay. Yes. Perfekt. Im Kolosseum habe ich gewonnen. Wer hat's besiegt? Hey, pass auf, wenn du mich nicht in Ruhe lässt, dann meine ich ganz toll. Willst du das, ja? Nein. Was denn? Wer hat denn diesen Bengel und seine Göre durchgelassen? Was treibt Hesti da oben eigentlich? Und. Keine dunkle Aura, das ist gut. Oh, es sieht mehr, als ich gedacht hätte. Curly hat sofort tot. Okay, da soll ich nicht ganz so viel ausrichten können. Ich glaube, da werde ich wohl auf Body Slam und Psystra zurückgreifen. Okay, die Trainer sahen mehr aus, als ich habe es fast schon geschafft. Ja, ja, das war so klar. Ich wollte schon sagen, das hat bestimmt eine dunkle Aura. Adelrakete ist gefährlich. Mache ich mal die Taktik. Jetzt darf es bloß kein super mega Volltreffer werden, aber das ist auch nicht. Mach ich mal das hier platt. Und eine Konfusion. Ah, es ist tot, es ist tot, es ist so klar. Oh Mann! Vielen Dank. An meinen Stuhl. Zweimal Timerball. Top-Trank, nice. Ja, den Kampf werde ich nicht noch machen. Bis zum nächsten Mal, tschüss.